Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine unabhängige linke Online-Zeitung, von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von der revolutionären internationalistischen Organisation RIO. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Heute geht es um den Klassenkampf in Frankreich und die Aufgaben einer neuen Avantgarde dort. Dieser Vortrag wurde im Rahmen vom Sommercamp von RIO aufgenommen. Heute sprechen Joachim Valente, ein Genosse unserer französischen Schwestergruppe Revolution Permanente, und Dustin Hirschfeld, ITler aus Berlin. Hatte ich ja schon eben schon erwähnt, genau, wir haben Tristan hier, der hat das Video vorbereitet. Mit einigen Ausschnitten aus. Ja, bitte. Genau, mit einigen Schnipseln aus dem Klassenkampf in Frankreich der letzten Jahre. Und um einfach einen Eindruck zu gewinnen, was auch für Sachen passiert sind, die man in Deutschland so vielleicht nicht erlebt und was für Diskussionen dort auch geführt werden, auch bei Streiks und Ähnlichem. Aber es geht vor allen Dingen um die Stimmung. So, also wenn ihr jetzt nicht alles an den Untertiteln lesen könnt, was die Leute sagen, nicht so schlimm. Joachim wird nochmal sehr viel mehr auf die einzelnen Sachen eingehen, jetzt nicht die auf dem Video in particular, aber so die wichtigsten Phänomene des Klassenkampfs. Genau. Und Tristan und Joachim sind beide Mitglieder der CCR. Das ist unsere Schwesterorganisation in Frankreich. Das steht für Courant Communiste Revolutionnaire, also revolutionär-kommunistische Strömung. Und als solche haben sie sich viele Jahre innerhalb der NPA aufgebaut, der neuen antikapitalistischen Partei, und sind Anfang des Jahres dort rausgeschmissen worden, aufgrund der politischen Differenzen. Dazu wird auch noch einiges gesagt werden. Aber sie sind eben, wie ich schon erwähnt hatte, gestärkt daraus hervorgegangen. Und es gibt jetzt eben auch diese Kampagne zur Präsidentschaft von Anas Kasib, einem Genossen von uns, und also der heute schon nationale Bekanntheit hat durch die Kämpfe, die er angeführt hat, und die Rolle, die er auch in der Debatte in der Linken spielt. Und um all diese Sachen soll es gehen. Die Frage sozusagen, wie die CCR sich mit Hilfe von Selbstorganisierung und einer hegemonialen Politik sich so weit aufbauen konnte und eben vor allem, was ihre Politik war. Ich würde noch, weil das auch in dem Video vorkommt, noch so drei, vier sehr häufige Abkürzungen erklären, die sozusagen in der Diskussion über Frankreich häufig vorkommen. Das ist einmal NPA hatte ich ja schon, das ist die neue antikapitalistische Partei. Und SNCF ist die landesweite Eisenbahn in Frankreich. Und RATP ist die Metro in Paris, also der Nahverkehr. Öffentlicher Nahverkehr in Paris. Genau. Und das ist unter anderem deshalb wichtig, weil es dort krasse Kämpfe gab in diesem Sektor. Und es gab das sogenannte RATP-SNCF-Komitee, wo sich aus beiden Betrieben Beschäftigte, also Streikende, zusammengeschlossen haben, um diesen Streik zu koordinieren und eben selbstorganisiert diesen Streik anzuführen und dem eine gewisse Richtung zu geben, als es gegen die Rentenreform von Macron ging. Genau, deswegen wird es auch, es wird auch vorkommen mehrfach, deswegen wollte ich das erklärt haben. Und dann sind noch eine der wichtigsten Gewerkschaften in Frankreich, die CGT, die auch eher als die etwas radikalere oder linkere Gewerkschaft gilt, unter den Großen. Und im Gegensatz dazu, die CFDT ist eine Gewerkschaft, die eher eine sehr konservative und regierungsnahe Haltung hat. Natürlich eine gelbe Gewerkschaft. Oder eine gelbe Gewerkschaft, genau. So. Also dass sie wirklich Arbeitskämpfe sabotiert im gewissen Sinne, aber trotzdem großen Einfluss hat und viele Mitglieder. Also sie streitet sich mit der CGT darum, wer die größte Gewerkschaft ist. Dann, nur um ganz sicher zu gehen, das ist auch überhaupt kein Problem, ich könnte noch drei Sätze dazu sagen, aber ich glaube, ich muss es nicht. Weiß irgendjemand nicht, was die Gelbwestenbewegung ist? Oder hat nichts von der Gelbwestenbewegung mitbekommen? Das wäre komplett okay, dann
könnte ich noch drei Sätze dazu sagen, aber ich glaube eigentlich, dass alle davon gehört haben und dieses Basiswissen gleich, glaube ich, um einfach im Hinterkopf zu haben. Okay, da gab es eine sehr radikale Bewegung, die auch Massen angezogen hat und die auch einen Einfluss auf die anderen Proteste hatte. So, genau. Aber Joachim wird da, glaube ich, nicht im Detail darauf eingehen. Nee, das ist mehr so Hintergrund. Genau. On est autant réprimandé, c'est que c'est un mouvement qui fait peur. Un meilleur pouvoir d'achat, c'est plein de choses. C'est... Moi j'ai des enfants, j'ai un meilleur avenir pour mes enfants, que les retraites soient revalorisées, que tout le monde, on peut vivre tous correctement. Pour ma part, c'est soit il fait quelque chose, soit il faudra qu'on aille plus loin. Mais même nous, enfin même moi qui étais pacifiste au début, on arrive, on n'y est plus quoi, parce que bon, moi j'ai souvent fait des manifs, hein, et même des manifs pacifistes, on se fait gazer, on se fait tabasser, faut arrêter quoi. Faut arrêter le pays, c'est comme ça, on arrête le pays, peut-être que là, je pense pas que c'est peut-être, c'est que là ça bougerait. C'est pas plus compliqué que ça, faut bloquer l'économie. On en est là et après, si on n'est pas... Pour faire ça, il faut être nombreux. Alors, on est les cheminots de l'Intergare aujourd'hui. On est ici à Paris Nord pour accueillir les Gilets jaunes qui viennent du Nord, du coup, qui sont donnés rendez-vous ici dans cette gare. Et pour nous, c'était important. On a fait une petite table avec petit déjeuner gratuit pour les accueillir et pour dire qu'on les soutient et pour dire qu'il faut créer une convergence entre les cheminots et les Gilets jaunes. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et comme on a fait quelques-uns des actes parisiens, sur Paris, ils les ont fait tous, les cheminots qui se sont battus ce printemps. Alors, on s'est dit que c'était une bonne idée, là, comme il y a nouveau une montée nationale, de faire un petit accueil café, puis ça se passe plutôt bien là. À l'hôpital, c'est les jeunes qui créent la dalle.
Avec des normes environnementales quasiment inexistantes en fait. Total est en train de mettre une bonne dose de greenwashing autour d'un plan social totalement injuste. C'est le combat de notre vie, celui qui va déterminer comment on va nourrir nos familles demain. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Un grand grand merci à vous, il y a du monde qui vient nous voir tous les jours et croyez-moi, ça fait chaud au cœur, on n'a pas envie de lâcher. Trois semaines qu'on dort pas, ça commence à suffire. Pourquoi les mecs veulent se radicaliser? Parce que la direction est radicale. Voilà pourquoi on est en colère. Pourquoi on a la rage au bide? Pourquoi on laisse nos gosses? Et pourquoi on passe nos nuits sur le piquet? C'est pas pour le fun, pas pour le plaisir. Donc la question est claire, êtes-vous pour la reconduction à minima jusqu'au 27? Also ja, nach diesen Bildern werde ich versuchen, nur 40 Minuten zu sprechen, um ein paar Analysen zu geben und ein paar strategische Elemente zu geben über die nationale Situation. Zuerst will ich natürlich euch nochmal bedanken für die Einladung, im Namen von Tristan, glaube ich auch. Also eine gemeinsame Bedankung. Und ja, als marxistische Revolutionäre, es gibt eine sehr große Notwendigkeit, die internationale Situation, also die globale internationale Situation, die verschiedenen nationalen Situationen tief zu studieren. Wir glauben, dass die globale internationale Situation jede nationale Situation verursacht, ist wichtiger dafür und determiniert die Situation, die wir in unseren Ländern erfahren. Und deswegen müssen wir darauf wirklich tief aufpassen. Und also Frankreich ist, glaube ich, ein sehr interessantes und reiches Beispiel für die Krisen, die die ganze Welt heute erfährt.
In Frankreich gilt es besonders, diese politische Situation zu beobachten, die Antworten und Aktionen der revolutionären Linke zu analysieren, zu kritisieren auch. Denn wir haben eine sehr instabile und explosive Sequenz erfahren, diese fünf letzten Jahre. Und ja, es gibt trotzdem, also Sie haben gesehen, dass es einen Aufstieg des Klassenkampfes gibt, seit 2016 ungefähr. Aber wir erfahren auch eine ziemlich widersprüchliche Situation, in der man parallel diesen Aufstieg, von dem ich gesprochen habe, sehen und auch parallel reaktionäre Phänomene wie die islamophobischen, sagt man so, Angriffe von Macron gegen Muslime, gegen Leute im populären Viertel und auch die wahrscheinliche Anwesenheit von Marine Le Pen im zweiten Rund für Präsidentschaft. Also man hat diesen Widerspruch zwischen eine radikalisierte Arbeiterklasse und aber keine solches Phänomen in der institutionellen Politik. Und nur um zu wissen, wo wir jetzt sind in Frankreich, muss man verstehen, dass als Macron zum Präsident wurde, war es schon eine Überraschung, ein Umbruch in der politischen Situation Frankreichs, denn es hat den Bipartismus, also Sozialistische Partei und das Recht, dieser Bipartismus zum Ende gebracht und die Sozialistische Partei hat nur 6% der Stimmen gekriegt, was wirklich ein solches Phänomen wie in Griechenland war. Und ja, parallel sehen wir diese Polarisierung zwischen einem extremen Zentrum, Macron, und eine Far-Right, Extrem-Recht mit Marine Le Pen. Also in diesem Sinn war Macron ein Symptom von was wir nach Gramsci eine organische Krise nennen und dass wir in der ganzen Welt beobachten, aber in Frankreich ist das besonders sehbar. Also was ist eine organische Krise? Gramsci gab ein paar Elemente, um diese Situation zu charakterisieren. Das ist zuerst eine tiefe Krise der Repräsentativität, der repräsentativ bürgerlichen Demokratie und eine Krise der traditionellen politischen Apparaten, zum Beispiel diese Sozialistische Partei in Frankreich, die in Regierung war, alternativ mit den rechten Parteien. Das ist eine tiefe Vermischung zwischen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen. Man kann das ist, glaube ich, die Folgen von der Krise 2008 in der ganzen Welt und besonders in Europa. Ja, und das hat als Konsequenz eine starke Instabilität und brutale Wenden in der politischen Situation. Aber man muss überhaupt nicht denken, dass es nur positiv und progressiv ist. Eine organische Krise kann sehr progressive und sehr kämpferische Phänomene zur Welt bringen, aber das kann auch diese Monster, von denen Gramsci gesprochen hat, schaffen. Und die politischen UFOs wie Bolsonaro oder Trump oder Macron, die Macron vor 2 Jahren, bevor er zum Präsident wird, niemand hat ihn in Frankreich bekannt. Also vorher, wenn du Präsident werden möchtest, ja, musstest du dann Minister, Bürgermeister oder Abgeordneter sein. Macron war nur Minister 2 Jahre vorher. Und ja, dann für diese Repräsentativitätskrise haben wir in den letzten Wahlen, von denen ich schon gesprochen habe im Juli mit der Online-Veranstaltung, wir haben eine sehr, sehr starke Enthaltung. Nur 30% ging zum Wahl. Das war im Mai. Ja, egal. Aber ja, Wahl nach Wahl gibt es immer mehr Enthaltungen. Also die Leute wollen nicht mehr wählen für diese bürgerlichen Parteien. Aber noch einmal, diese Enthaltung, das ist keine Wahl für revolutionäre Lösungen, das ist keine Wahl für einen revolutionären Weg. Also das ist nicht besonders progressiv in itself. You know? Und natürlich waren die Gelben Westen-Bewegung auch ein Symptom von dieser organischen Krise. Eine Bewegung, die vorher vielleicht kanalisiert sein könnte, aber die
mit dieser Epoche von Macron nicht kanalisiert sein könnte, weil es einfach diese ehemaligen Apparaten, lokalen Apparaten nicht mehr gab. Man muss ein bisschen auch von der revolutionären Linke sprechen. Frankreich und Argentinien sind, glaube ich, die zwei Länder, wo es am meisten trotzkistischen Gruppe oder die größten gibt. Wir haben die NPA, also die Mandelisten, Vereinigte Sekretariat und Lutte Ouvrière. Also RSO zum Beispiel in Deutschland, sie stammen aus Lutte Ouvrière auf einer internationalen Ebene, obwohl Lutte Ouvrière keine international gründen will. Ich werde ein paar Elemente über diese beiden Parteien geben in der Veranstaltung, aber man muss als globale Definition sagen, dass sie haben verschiedene Abweichungen, die eine Anpassung zum Regime übersetzen bedeutet. Ja. Und das hat diese Abweichungen, diese Anpassung zum Regime, hat diese Linke, diese revolutionäre Linke oder wir sagen zentristische, das heißt im Mittel der Straße zwischen Revolution und Reform. Diese Linke wurde unfähig, tief die Situation zu beeinflussen, diese letzten Jahre, diese explosive Situation, von der ich gesprochen habe. Und hier will ich jetzt machen ein bisschen von der Entwicklung unserer Partei, also die ehemalige CCR, als wir in der NPA waren, also vor 2 Monaten, und jetzt nur Revolution Permanente nach dem Namen unserer Zeitung und sicherlich in ein paar Monaten Parti Revolutionnaire des Travailleurs, also Revolutionäre Partei der Arbeiter. Vielleicht vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war das eine kleine studentische Propagandagruppe, sehr ähnlich wie Rio ist oder die anderen europäischen Gruppen. Das ist keine Beleidigung. Das ist subjektiv. Und wir haben diese letzten Monate und Jahr sehr viele Arbeiter gewonnen und qualitative Arbeiter. Ich meine nicht nur Leute, die arbeiten, aber Leute, die Anführer von Gewerkschaften sind, die in konzentrierten Betrieben arbeiten und so. Genossen, die ihr im Video gesehen habt. Ich will auch diese Geschichte von unserer Entwicklung, also kurze und sehr neue Geschichte von Entwicklung, durch ein paar strategische Konzepte erzählen, und zwar Selbstorganisation, Hegemonie und dann der Aufbau einer Partei in Europa für die Revolution, für die proletarische Revolution. Eine Organisation, der am meisten bewussten Arbeitern und Jugendlichen organisieren will, von einem strategischen Marxismus bewaffnet, wie wir in der trotzkistischen Fraktion sagen, und die gegen den Pessimismus der französischen revolutionären Linke gegenüber Revolution kämpft. Ich glaube, dass diese Lehre, diese einzige Lehre, die ich erzählen werde, einfach nützlich sein in Deutschland auch. Also zuerst um über Selbstorganisation zu sprechen, will ich das Beispiel von den Eisenbahnern nehmen. Und die aktuelle Welle des Klassenkampfs, ich habe von diesen 5 letzten Jahren gesprochen, es gab eine große Mobilisierung 2016, sehr viele Leute von meiner Generation, ich bin ein Beispiel davon, haben sich politisiert damit, mit dieser Mobilisierung. 2016 gegen ein Arbeitsgesetz unter Hollande, also unter einer sozialistischen Regierung. Und die Eisenbahner hatten schon vorher 2014 Streik gemacht, wieder 2016, nochmal 2018 gegen ein Privatisierungsgesetz der Bahn und noch einmal 2019 gegen die Rentenreform. Und jedes Mal, das waren neue Rekorde für Streiks beim SNCF. Und das schon ist das Unternehmen, das am meisten streikt in Frankreich. Aber es gibt wirklich eine Periode jetzt, wo es eine, zumindest taktisch sprechende, nicht revolutionär sprechende, aber taktisch sprechende, eine Avantgarde-Sektor ist. 2018 war ein sehr gutes bürokratisches Beispiel, denn die Leitungen der Gewerkschaften haben eine Niederlageplane, eine sehr, sehr starke Niederlageplane gegründet, indem man streikt 2 Tage und arbeitet 3 Tage für 3 Monate lang.
Und sie hatten das Kalender von Streiktage 3 Monate vorher veröffentlicht. Also die Leitung der SNCF wusste sehr präzise, wann es streiken wird oder nicht. Und sie haben dann alles gemacht, um den Streik zu vermindern. Zu schwächen. Zu schwächen, ja klar. Trotzdem war es einer der längsten Streiks der SNCF, also allgemein 27 Tage. Einer der längsten der Geschichte des Unternehmens. Und das war ja ein Beweis für diesen Kampfgeist der Branche. Und ja, man muss wissen, dass es gibt so viele Streike und so viel. Die Eisenbahnen sind ja am meisten gewerkschaftlichte Arbeiter in Frankreich. Das ist ungefähr 20% der Arbeiter. Der nationale Durchschnitt in Frankreich ist um 6 oder 7%. Also das ist ein sehr großer Unterschied. Aber die SNCF ist auch sehr viel bürokratisiert. Die Gewerkschaften sind sehr bürokratisiert. Und 2018 mit diesen scheiß Streiktagen, 2 Tage Streik, 3 Tage Arbeit, war es fast unmöglich für die Arbeiter, diesen Plan zu verändern, weil die Streiksversammlungen ganz blockiert waren. Du darfst sprechen, aber nicht wählen. Oder wenn du weißt, das ist mit das ist Geheimniswahl, nicht mit der Hand, und dann sind die Büchse nicht geöffnet und man geht so weiter, nur 2 Tage Streik und so und so und so. Also ihr habt in dem Video die Interga gesehen, die Annäherungen mit den gelben Westen gemacht hat. Das war ein Versuch von unseren Genossen, eine Gruppierung in Paris von Pariser Eisenbahnern zu machen, die gegen Bürokratie und für Arbeiterdemokratie in den Streiken war. Und das hat versucht, einen unbefristeten Streik zu machen und nicht diese 2 Tage. Und dann kam am Ende 2019 die Rentenreform. Also die RATP, das ist die BVG in Berlin, ja, sie haben als Warnung nur einen Tag im September gestreikt, und das war ein super massiver Streik. Das hat die Hauptstadt total paralysiert für diesen Tag und für den Tag nachher. Und von diesen Arbeitern kam das Angebot heraus, einen interprofessionellen unbefristeten Streik im Dezember anzufangen. Also wir hatten 3 Monate, um diesen Streik vorzubereiten. Und wir hatten schon, also die Genossen in Paris hatten schon dabei eine starke Dynamik an der Basis gespürt. Das war wie eine Übernahme der Geschäftsführungen voraussetzen könnte, und wir haben von Gilets-Jaunisierung gesprochen, also eine Art Kontamination der gelben Westenbewegung zur Arbeiterbewegung mit neuer radikalen Methoden, radikaler Demonstrationen und so, mehr Gewalt mit der Polizei und nicht so viel die Gesetze zu respektieren, wenn man demonstriert und so. Das war wirklich diese Stimmung, und das haben wir gespürt bei der RATP. Und von diesem Moment an haben unsere Genossen wie Anas und Loli in der SNCF angefangen, Treffen mit anderen Sektoren zu machen, um den Streik vorzubereiten. Und ich glaube, dass diese Vorbereitung wirklich wichtig wurde, weil währenddessen, was haben die Bürokraten der Gewerkschaften und auch der Links-Gewerkschaften gemacht, wie Martinez bei der CGT? Er hat immer gesagt, er hat die Regierung gefragt, die Reform wegzumachen, um den Streik verhindern. Ja, zu verhindern, um den Streik zu verhindern. Er hat immer gesagt, man kann nicht streiken, wenn sie ein bisschen verantwortlich sind, können wir nicht streiken. Aber er hat nie diesen Streik vorbereitet, was unsere Genossen eigentlich gemacht haben, mit Lehrern, mit der SNCF, mit der RATP. Es gab eine sehr große spontane Dynamik, und dies wurde die längste Bewegung in Frankreich seit Mai 1968. Und der 5. Dezember, also der erste Tag der Streik, war wirklich massiv. Es gab, ich glaube, 80% der Lehrer im ganzen Land, die gestreikt haben. Die 40.000 Arbeiter der RATP haben 90% gestreikt, glaube ich, für 2 Monate lang. Das war wirklich heftig. Und es gab am 5. Dezember 1,2 Millionen Leute auf der Straße im ganzen Land. Also ja, das war schon etwas.
Und ja, wir haben von diesen Treffen sind dann eine Koordinierung zur Welt gekommen mit SNCF und RATP. Also zuerst nur Treffen und dann eine echte Koordinierung mit Delegierten und Vertretern von verschiedenen Bahn- oder Busdepot. Und das war, wir haben versucht, dieses Willen, den Streik in den Händen der Streiker zu behalten, zu verkörpern mit dieser Koordinierung. Als die Bürokraten zum Beispiel, also wie ich gesagt habe, der Streik fing am 15. Dezember an, also nur zwei Wochen und halb danach gab es die Weihnachtsferien. Und man nimmt an, dass wir nicht Ferien haben, wenn wir streiken, aber die Bürokraten verteilen diese Idee nicht und sie wollten eine Pause für Weihnachten machen. Die Regierung, die ganze Bourgeoisie, hat gesagt, ja, sie wollen Weihnachten verbieten und die Kinder sind traurig, weil sie können nicht die Oma sehen, weil die Züge funktionieren nicht mehr. Und die Bürokraten haben das auch gesagt. Es gab auch eine sehr rassistische Sache, weil in Paris die Leute, die bei der RATP oder der SNCF arbeiten, kommen von diesen populären Vierteln und sind migrantisch, aus Maghreb. Und sehr viele Leute von ihnen sind Muslim. Ein paar Restparteien haben gesagt, ja, sie sind Muslime, so wollen sie gegen Weihnachten kämpfen. diese Koordination, man muss keine falsche Ideen haben, das war eine Minderheit. Das war eine Minderheit, das hat nie den Streik geführt. Die Führung des Streiks blieb in den Händen von der CGT, von Martinez, er heißt der Hauptbürokrat, der Generalsekretär. Aber während dieser Weihnachtspause haben wir wirklich den Streik überleben lassen. Weil wenn es eine Pause geben würde, der Streik würde zum Tod gebracht. Es hätte nicht wieder gestreikt im Januar. Und wir haben während dieser Pause alles organisiert. Es gab Demonstrationen mit Tausenden von Leuten, die U-Bahn invade, we invade some... Gestürmt haben. Die CFDT, wie ihr gesehen habt, oder Bahnhöfe oder so. Und in diesem Streik müssen wir auch die Rolle der Jugend der Partei hervorheben, die wirklich super, super, super wichtig wurde. Wie ich gesagt habe, die RATP, das sind 40.000 Arbeiter in Paris, also mit Zehnten, Dutzenden von Depots und von Stationen und von Höfen. Wir hatten nur ein paar Genossen bei der SNCF und keine Genossen bei der RATP. Also hatten die Jugend zwei oder drei für ein Depot jeden Tag um vier aufwachen, zu Fuß gehen, weil es kein Verkehrsmittel gibt. Also manchmal eine Stunde im Dezember in Paris um vier spazieren gehen, um die Streiker zu treffen. Das war wirklich ein Erfolg. Das hat aber unsere Jugend mindestens in Paris wirklich gestrengt. Sie wurde revolutioniert von diesem Streik unserer Jungen, und das hat auch die Probe gezeigt, dass die jugendlichen Studenten können auch Arbeiter zur Partei annähern oder gewinnen als echte Mitglieder, und dass diese ich meine, wenn wir mit ein paar Arbeitern von der RATP das Übergangsprogramm zum Beispiel gelesen haben, wenn wir Propaganda-Treffen gemacht haben, sie haben gerade gesagt, wow, wir haben den Eindruck, dass Trotzki über unseren Streik geschrieben hat. Und das war wirklich heftig, wie mit unserer Strategie, mit unserer revolutionären Erbe, wir haben mit eine Fusion mit kämpfenden Arbeitern gemacht. Ich will kurz zwei Konzepte, strategische Konzepte vorstellen, die wir nach Lenin auch verwenden. Die glaube ich, sind wirklich wichtig für unser Aufbau in Frankreich, aber für die ganze FT. Die Konzepte von Kriegsschulen und Volkstribunen, die Lenin in Vastun entwickelt. 1902. Kriegsschulen, das ist jeder Streik, so isoliert oder so groß es ist, muss für Revolutionäre und für die Avantgarde der Arbeiter wie eine Kriegsschule sein. Also
um die Taktik zu lernen, um die Rhythmen der Kämpfe zu lernen und auch als Revolutionär sich zu stärken, manchmal die Erfahrungen der Polizeigewalt oder der Repression zu machen oder so viele Erfahrungen, dass du während dieser ein paar Tage manchmal von Kampf machen kannst. Tage, die manchmal als Jahr gelten, wenn du lernst mehr Sachen in ein paar Tagen, wenn es so große Kämpfe gibt als in mehreren Jahren manchmal, als in mehreren Jahren, in dem du Bücher liest. Und dann Volkstribun, ja. Und Volkstribun, ja, ich werde nur ein Zitat von Lenin kurz lesen, in was und in dem er sagt, das Ideal eines Sozialdemokraten, also an dieser Epoche ein Revolutionären, ist nicht der Sekretär einer Trade Union, sondern dass der Volkstribun sein muss, der es versteht, auf alle Erscheinungen der Willkür und Unterdrückung zu reagieren, wo sie auch auftreten mögen, welche Schicht oder Klasse sie auch betreffen mögen, der es versteht, an allen diesen Erscheinungen das Gesamtbild der Polizeiwillkür und der kapitalistischen Ausbeutung zu zeigen, der es versteht, jede Kleinigkeit zu benutzen, um vor aller Welt seine sozialistischen Überzeugungen und seine demokratischen Forderungen darzulegen, um allen und jedermann die welthistorische Bedeutung des Befreiungskampfes, des Proletariats klar zu machen. Und das war wirklich die Idee, dass wir bewusst Figuren versucht zu entwickeln, wie Anas zum Beispiel, der im Fernsehen war für monatelang in einer Wochensendung, in der er hat mit die am meisten reaktionären Debatteur Frankreich debattiert und manchmal Minister demütigt, und das war wirklich, und jetzt, das ist, warum Anas ist bekannt, er ist als ein Gewerkschafter bekannt, also Kriegsschule, aber auch als ein Typ, der von Sexismus, Rassismus, Polizeigewalt und ich weiß nicht, welche andere Subjekte der als Tagesleben sprechen kann. Und ich glaube, dass es super wichtig ist für eine revolutionäre Partei. Und auch bei den Arbeitern, dieser Streik wurde Anas wirklich als ein Anführer des Streiks gesehen. Es gab zum Beispiel eine Party, wo Martinez, also der Generalsekretär von CGT, eingeladen wurde. Und auf dem Plakat, es gab das Gesicht von Anas und Martinez so groß, die beiden, wie als ob Anas die ganze Mobilisation führte. Er war nur ein Gewerkschafter in seinem Depot im SNCF, aber für die Leute der RATP, er war so wichtig wie Martinez, der Hauptbürokrat von der CGT. Ja, und dann der Streik wurde von Covid beendet. In den letzten Tagen vor dem Lockdown haben wir versucht, diese Koordinierung national zu erweitern, was dann mit dem Lockdown unmöglich war. Aber wir haben da ein Dutzend Busfahrer und RATP-Beschäftigte zur Partei als Sympathisanten oder Mitglieder angenähert, während die NPA zum Beispiel in der wir zurzeit waren, keine Beschäftigten aus diesem Sektor nie hatte. Also das war wirklich eine Demonstration der potenziellen Rolle der Partei, dass wir aufbauen wollen. Eine materielle Macht, um Selbstorganisierung möglich zu machen, wenn es eine sehr organisierte und sehr kräftige materielle Macht auch die Bürokratie, die das immer verhindern will. Und dann, ja, ich habe ein bisschen spät. Nach diesem Reform gab es dann den Streik von Grandpuy, also die älteste Raffinerie in Frankreich. Und ich will mit diesem Beispiel ein bisschen von Hegemonie sprechen, obwohl Giacomo eine Veranstaltung darüber macht. Aber ich glaube, dass es super wichtig ist, um unsere Politik zu verstehen, was wir in Frankreich gemacht haben in den Streiken, und um zu verstehen, warum wir eine andere revolutionäre Linke sind. Nicht arbeiterisch wie die Ouvrière oder nicht dissolved, geschmissen, aufgelöst, also aufgelöst so, in ja. den Sozialbewegungen wie die NPA. Und ja, nach der Koordinierung, mit dem Beispiel der Koordinierung, haben wir Avantgarde-Arbeiter getroffen, die überhaupt nicht in diesem Sektor waren, wie Adrien, also ein Raffineur, der Anführer von der CGT in Grandpuy, und Christian Porta, er arbeitet in Agroindustrie, ja, industrielle Bäckerei. Die gewerkschaftliche Anführer, antibürokratische gewerkschaftliche Anführer sind und die uns kontaktiert haben, weil sie das Beispiel von der Koordinierung gesehen haben. Also das war wirklich wichtig. Und dann haben wir jetzt Genossen, die eine Gewerkschaft anführen in einer der ältesten Raffinerien in Frankreich,
die wirklich ein Symbol vom Kampf ist von den letzten Dezenten in Frankreich. Und das ist wirklich eine Strategie, ein strategischer Punkt, eine strategische Stellung, eine Raffinerie zu blockieren können. Und ja, nach diesem Rentenstreik hat Total die Arbeiter Bescheid gesagt, dass 700 Arbeitsplätze bedroht waren. Und auf diese Entlassungsfrage ist eine Debatte in Frankreich, denn die revolutionäre Linke, also beide die NPA und Lutte Ouvrière, sie haben diese sehr schlechte Tendenz, nur für Abfindungen zu kämpfen. Also das heißt, sie erkennen, dass es Entlassungen werden gibt, woraus wir für Entlassungsverbot kämpfen. Und das ist nicht nur ein Problem von Radikalität oder was. Das ist, wenn du für Abfindungen kämpfst, das ist ein individueller Kampf. Eine Firma hier, eine Firma hier, ein anderes Unternehmen hier. Und du kannst keine Front machen, weil Abfindungen sind ein Problem zwischen dir und deinem Boss. Aber Entlassungsverbot ist ein Problem zwischen der ganzen Arbeiterklasse und der Gesellschaft und der Bourgeoisie. Und deswegen haben wir mit Grandpuis schon ein Symbol von dieser Ablehnung der Entlassungen und dass wir nicht für Abfindungen kämpfen werden, sondern für Entlassungsverbot und für Arbeiterkontrolle. Und ja, man muss sich wirklich vorstellen, welche Herausforderung es ist für eine Partei von knapp 200 Mitgliedern an dieser Zeit, mitten der Covid-Pandemie einen Track anzuführen, der so groß ist wie eine Raffinerie in der größten französischen Konzerne. Ich meine, Total, die militärischen Interventionen in Frankreich sind für Total gemacht. Also das ist wirklich eine Riese. Und ja, es gab mit diesem Streik sehr viele Subjekte, also Entlassungen natürlich, aber auch Ökologie, weil es die Petrochemieindustrie ist, aber auch Imperialismus und die Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika und die notwendige Solidarität zwischen den französischen und afrikanischen Proletariat. Und ja, ich glaube, dass wir die Demonstration gemacht haben, dass diese Trennung, die existiert zwischen sozialen Bewegungen und Arbeiterbewegung, keine Notwendigkeit und keine Fatalität ist und dass wir dies weitergehen können. Und zum Beispiel die Rolle der Partei in diesem Streik bestand darin, unsere neuen Stellungen durchzusetzen, um zu beweisen, dass die Arbeiterklasse eine hegemoniale Politik nennen. Das heißt, dass der Kampf der Arbeiter, die Interesse der Arbeiter, können die Interessen anderer Schichten der Gesellschaft betreffen. Und zum Beispiel, hier kann man gegen Entlassungen, also für soziale Gründe, kämpfen, aber zurzeit und parallel gegen die Petrochemie oder die Petrochemieindustrie zu denunzieren, was sie überall machen, welche Regionen der Welt sich verschmutzen und so, und dass sie in den imperialistischen Ländern Arbeiter entlassen. Es gab auch die Frauen der Arbeiter in Grandpuis haben spontan eine Kommission gemacht, eine Frauenkommission gemacht, um den Streik zu unterstützen, wo wir auch mit Brot und Rosen, also du Pain des Roses, interveniert sind. Also das war auch eine, und ich glaube dann, dass die Arbeiter von Grandpuis im Pride waren dieses Jahr. Also das ist wirklich ein Beispiel, dass die Arbeiterklasse auch für die LGBT-Leute und für die Frauen kämpfen können. Und dann, es gab alltägliche Unterstützungen von Ökologisten und Studenten in einer Periode, in der die Universitäten geschlossen waren. Es gab sehr viele Perspektiven für die Jugend, also keine kurzfristige Perspektive mit der Lockdown, aber keine langfristige mit der ökologischen Problem. Und ja, ich glaube, dass das eine sehr große Demonstration war. Und wir haben die Studenten haben noch einmal eine hervorragende Rolle gespielt, indem sie zum Beispiel das erste Theaterstück des Lockdowns in Frankreich wurde vor Grand Prix gespielt. Und die Studenten haben tausende Euros in den Demonstrationen gesammelt für die Streiker, damit sie einen Monat lang gegen Grand Prix, gegen Total kämpfen. Und ja, ich glaube, dass es
Noch ein Beispiel ist, auf welcher Weise dieser Streik eine Kriegsschule für unsere Partei war, für unsere Leitung, sogar für unsere Basis und für unsere Peripherie, für unsere Sympathisanten, aber auch für die Arbeiter da, die, ich weiß nicht, wie viele dann die Mitglieder geworden sind, Arbeiter von Total, ein paar, ja. Ich war nicht da. Also. Vier Leiter der Streiks, und es sind viele Kontakte. Ja, es sind jetzt in der Partei und wir haben noch Kontakte in anderen Raffinerien. Ja, ich werde vielleicht ein bisschen länger machen. Entschuldigung. Und ja, auch wie man Volkstribüne entwickeln können, also mit Adrien zum Beispiel, der jetzt eingeladen ist zum jeden ökologischen Forum, weil ich glaube, das ist ja der beste ökologische Kämpfer, wir hatten diese letzten Jahre. Wie, okay, 20 Studenten, die Amazon blockieren, sind, das ist cool, aber das ist nicht so wie Hunderte von Arbeitern, die eine Raffinerie blockieren und die sagen, wir können auch, wenn wir wollen, die Raffinerie wieder in unseren Händen haben und entscheiden, was wir davon machen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein ziemlich ein guter Impact für die ökologische Bewegung und eine Konkretisierung von was wir immer sagen, dass wir Pro-Arbeiter-Fraktion in der jugendlichen ökologischen Bewegung sein wollen, aber auch ökologische Fraktionen sozusagen in den Gewerkschaften. Und das war ein Kampf gegen die Bürokratie der Chemie, das habe ich schon bei der Klimaveranstaltung ein bisschen erklärt. Und ja, zum Schluss mit diesem neuen Projekt von Partei und mit gegenüber der NPA und so und mit der präsidentiellen Kampagne jetzt. In den beiden Beispielen, die ich genommen habe, also RATP, SNCF und Grand Puy, es gibt etwas Ähnliches, und zwar, dass diese Arbeiter in Mehrheit sind sehr junge Arbeiter. Sie sind nicht mehr als 35 zum Beispiel und sogar manchmal sehr viel weniger. Und junge Arbeiter, die gewerkschaftliche Routine nicht erfahren haben. Sie haben keinen Respekt für die Gesetze der Polizei, für die ordnenden Gesetze, wenn man demonstriert. Sie verstehen auch nicht, warum es gibt diese traditionelle Trennung zwischen gewerkschaftlichen Sachen und politischen Sachen, die eine Erbe von Stalinismus und Sozialdemokratie ist. Und sie haben, also der Zusammenbruch oder die, naja, Zusammenbruch ist ein bisschen stark, aber die Schwäche von der Sozialdemokratie und des Stalinismus heute, die natürlich ja die Arbeiterklasse geschwächt hat, weil es weniger Leute, die in Gewerkschaft sind, es gibt nicht solche große Parteien, Arbeiterparteien wie vorher, aber das hat den Raum gelassen, damit es eine neue Radikalisierung gibt und die ganz weiter als Stalinismus oder Sozialdemokratie und ihre Verrettung, sagt man, und ihre Verrettung gehen kann. Und ja, das sind auch Leute, die migrantisch sind, manchmal die wirklich das neue Gesicht von französischen Arbeiterklasse, also multiethnisch, weiblich, mit nicht so viel in Gewerkschaft oder manchmal dort, aber mit einem sehr strengen Profil gegen die Bürokratie und die wirklich für die Arbeiterdemokratie sind. Und ja, manchmal, also das ist kein Paradies, also nicht ist alles hell oder ich weiß, schwarz und dunkel. Es gibt auch verwirrende Elemente wie Einfluss von Konspirationisten manchmal. Und zum Beispiel Anas, wenn wir ihn getroffen haben, hat er auch diesen Einfluss, wie so viele junge Leute in den populären Vierteln von ein paar Konspirationisten oder Konfusionisten-Leute. Die NPA oder Lutte Ouvrière wollten nicht mit diesem Phänomen diskutieren. Also nicht diskutieren wie, oh okay, aber gegen dieses Phänomen kämpfen. Ich glaube, dass diese Weise, dies hat zum Konsequenz, dass sie diese Generation, mit dieser neuen Generation, was wir neue Arbeitergeneration nennen, sie versuchen nicht mit ihr zu diskutieren, sie versuchen nicht, sie zu beeinflussen. Und ich glaube, dass ja, das ist die Rolle der einer revolutionären Partei, ist wirklich mit diesen neuen radikalisierten Schichten der Arbeiterklasse sie zu treffen, sie zu organisieren und so. Und ja, wir haben jetzt unsere Hauptfiguren der Partei, sind Anas, er ist, glaube ich, 33, Eisenbahner aus einer marokkischen Familie,
Gaetan in der Aeronautik in Toulouse, der 30 ist, Rosen, unsere jugendliche Genossin, die einen Streik bei Auchan gemacht hat in Toulouse, die 19 Jahre alt ist. Das war der erste Streik in seinem Unternehmen gegen Sexual Harassment. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Sexuelle Belästigung. Wie? Sexuelle Belästigung. Belästigung, okay. Oder Christian in Elsass, der vielleicht ungefähr 30 ist und der schon ein lokaler, erkannter gewerkschaftlicher Anführer. Und ja, wir machen diese Hypothese, dass es eine ganze Generation gibt, die jetzt für die revolutionären Ideen bereit wäre. Und wenn wir, ich habe 5 Namen gesagt, aber wenn wir diese 5 haben, das heißt, dass es noch sehr viele mehr gibt, das wir noch nie sehen, weil wir haben eine ziemlich schwache Implantation, wir sind geografisch nicht überall in Frankreich natürlich, aber das heißt, das ist jetzt die Herausforderung für die nächsten Monate und Jahre. Und auch ein Wort über Rassismus, weil ihr weiß, dass Frankreich eine sehr brutale koloniale Geschichte hat. Das war die zweiteste Kolonialkaiserreich nach Großbritannien. Und die Gewerkschaften und sogar die revolutionäre Linke hat es immer gescheitert mit diesen Migrantischen aus Maghreb oder aus Westafrika in tiefen Beziehungen zu sein. Und manchmal mit diesem Problem der Islamophobie in Frankreich, zum Beispiel Lutouvrière erkennt nicht dieses Phänomen, er glaubt, dass Islamophobie nicht existiert. Und sie haben sogar Gesetze gegen, comment dit le voile en allemand? Kopftuch. Sie haben Gesetze, die das verboten haben, unterstützt. Das war eine Einheitsfront mit Sarkozy an dieser Zeit. Die NPA hat dieses Problem nicht so viel mehr, obwohl er dieses Problem schon ziemlich viel hatte. Aber die NPA erkennt nicht die Macht der Arbeiterklasse und glaubt jetzt, dass es nur soziale Bewegungen, die vielleicht die Revolution machen können. Sie haben sogar keine strategische Hypothese mehr. Also sie sehen, wo der Wind ist und ja. Und ja, heute, ich weiß nicht, ob ihr das vom Deutschland gesehen habt, aber also ein Kandidat wie Anas, also der aus Maghreb stammt, das ist wirklich etwas radikal in Frankreich, besonders jetzt in diesen letzten Monaten, wo es so viele Angriffe gegen Ausländer gab oder migrantische gab gegen Muslime und so. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass es ein Araber-Kandidat in Frankreich seit 1969, also in einem so rassistischen Land wie Frankreich, das ist schon ein Ereignis. Und ja, es gibt ein Zitat von Trotzki, der mir gefällt, ist, wenn eine proletarische Gruppe in einem Umfeld arbeitet, das aus Arbeitern verschiedener Rassen besteht und trotzdem nur aus Arbeitern privilegierter Nationalität zusammengesetzt ist, dann bin ich geneigt, sie mit Misstrauen zu betrachten. Haben wir es nicht vielleicht mit der Arbeiteraristokratie zu tun? Ist die Gruppe nicht aktiv oder passiv mit den Vorurteilen der Sklavenhalter infiziert? Das war eine Diskussion mit den Trotzkisten in den USA, aber ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel, wenn wir von der NPA rausgeworfen wurden, haben wir gesagt, okay, sie wollen Anas rauswerfen und alle Araber und Arbeiter der Partei. Und das war nicht so, das war keine Lüge, das war wirklich die neuen Arbeiter, die wir gewonnen haben in der RATP, in der SNCF, sie waren diese Jungs, die 2005 die Aufstände der Banlieue in Frankreich gemacht haben, die einen Aufstand, die von Lutouvrière denunziert als eine Lumpenproletariat Aufstand war und die von der NPA ganz, also nicht ignoriert, aber sie hatten keine Mieten, dahin zu intervenieren. Und ja, also diese strategischen Fragen, die ich in der Veranstaltung beschrieben habe, also Selbstorganisation, Hegemonie, die im Zentrum unserer Politik sind, die sind die Kämpfe, die wir in der NPA 12 Jahre lang ausgefochten haben. Also was ist NPA? Ich muss ein paar Wörter darüber sagen, obwohl ich schon diese Veranstaltung im Juli gemacht habe, aber vielleicht waren nicht alle da. Die NPA, die ist eine breite Partei, die aus der Auflösung der LCR, also Revolutionäre Kommunistische Liga, kommt. Die LCR war eine, ja, trotzkistische Partei, wenn man will.
Und sie wollten eine breite Partei machen, das heißt, dass sie glauben, dass die revolutionäre theoretische Erbe ein Hindernis für den Aufbau einer Partei ist, obwohl ich glaube, dass es präzise der Gegenteil ist. Und jetzt sagen sie, dass nach dem Fall der UdSSR können wir keine strategische Sicherheit haben. Wir können alles im Zweifel setzen. Also Arbeiterklasse existiert das noch, wir wissen nicht wirklich. Sind Revolutionen noch möglich? Wir wissen auch nicht. Müssen wir die Macht nehmen? Nein, vielleicht nicht. Und ja, und sie haben diese breite Partei, also keine kommunistische, sondern nur antikapitalistische Partei, was wirklich, wirklich unklar ist, weil die echten Reformisten sind Antikapitalisten. Eigentlich auch die Faschisten können antikapitalistisch sein, aber in einer reaktionären Weise. Also ja, antikapitalistisch, das bedeutet überhaupt nichts. Und das war ja, das hat ein bisschen funktioniert am Anfang 2009. Sie wurden bis zum 10.000 Aktivisten. Aber ich habe vor kurzer Zeit einen Film gesehen über diese neue Partei im 2009, das war katastrophal. Es gab Leute, die wirklich die sozialistische Partei erneut machen wollten oder so. Also es gab wirklich sehr verschiedene Sachen. Also ja, aber trotzdem 10.000 Aktivisten, die dann in den nächsten Jahren mit Mélenchon, also mit diesem neuen Neoreformismus oder Linkspopulismus gegangen sind. Und die Wette der LCR war, um eine größere Basis zu haben, ich muss, ja, sie hatten eine Wette auf einen elektoralen Raum, nur auf, das war wirklich elektoralisch, und der Schwerpunkt war überhaupt nicht auf der Arbeiterklasse und Klassenkampf gestellt. Und ja, also haben wir 12 Jahre lang in der NPA gekämpft, um diese Partei auf revolutionäre Basis aufzurichten. Und das ist in diesem Kampf, dass wir Genossen wie Anas oder Adrien kennengelernt. Und Anas zum Beispiel, er ist bei der SNCF, wo es zahlreiche Aktivisten von der NPA gibt, aber er hatte nie von der NPA gehört, weil sie auch so defensiv sind mit dieser Frage von der Partei. Sie sind in einer Partei organisiert, aber wollen nie von Partei sprechen. Wenn es keine revolutionären Leute, die mit Anas gesprochen hätte, also der Anas, den wir kennen, würde nicht existieren natürlich, er wäre vielleicht auch noch mit konfuzianistischen Ideen und so oder von Religion mehr beeinflusst, ich weiß nicht. Auf diesem Grund ist die Passivität der französischen revolutionären Linke in der Periode von dieser organischen Krise wirklich kriminell, weil es die Arbeiter, die sich gegenüber der Situation sich radikalisieren, ohne Perspektive lässt. Wie ich sagte, diese organische Krise ist keine besondere gute Neuigkeit. Also das ist neutral, man muss dafür kämpfen, dass es zur Welt progressive Ereignisse kommt, aber das ist kein Zufall. Man muss dafür arbeiten, man muss dafür kämpfen. Und zum Beispiel, wir haben gerade in Frankreich eine Bewegung im Sommer, das ist ganz neu, dass es politische Bewegungen im Sommer gibt, gegen den grünen Pass, gegen Impfung. Und am Anfang war es ein bisschen, man wusste nicht wirklich, was es war, weil jetzt, das ist, you're almost obliged to vaccine yourself. Also es gibt eine Impfpflicht für ganz viele Sektoren, ganz viele Bereiche. Fast Impfpflicht. Ja. Die Gewerkschaften wollten nicht diese politische Bewegung unterstützen, ja. Und jetzt hat das Extremrecht das Avantage genommen. Und jetzt wird es wirklich wie eine konspirationistische Bewegung mit Leuten, die sagen, dass die Impfe töten, dass Coronavirus nicht existiert und so. Und das sind 200.000 Leute jeden Samstag. Also ja, das ist auch ein Symptom von dieser organischen Krise und das muss eine Warnung für die Revolutionären sein, für das Proletariat.
Und ja, die NPA und Lutouvrière sind immer bereit, die Kraft der Bourgeoisie, die Kraft der Faschisten, die Kraft von allen zu sehen, außer der Kraft von Proletariat. Und sie vertrauen dieser Kraft nicht. Und nach 12 Jahren hatten wir diesen Bruch. Und ich will wirklich diese Idee hervorheben, dass eine Partei nicht nur eine Versammlung von Schritt zum Schritt gewonnenen gewerkschaftlichen Kämpfen. Ich sage das auch, Anas hat das schon gesagt bei dieser Online-Veranstaltung, weil es natürlich weniger Klassenkampf in Deutschland als in Frankreich gibt. Aber wir sind keine Gewerkschafter, wir sind revolutionäre Aktivisten und deswegen müssen wir diese revolutionären Partei aufbauen, müssen wir Politik machen und das ist nicht nur Aktivismus. Ich weiß nicht, ob es den gleichen Sinn als auf Französisch hat, aber ich meine, man muss auch politischen Kampf haben. Das ist, was wir in der NPA gemacht haben. Strategie gegen Strategie, also Strategie gegen keine Strategie eigentlich. Aber ja, und ich glaube, dass dieser Kampf mit dem Zentrismus oder mit anderen kommunistischen Organisationen wichtig ist. Das ist nicht sektär, mit anderen zu debattieren, mit anderen offensiv zu sein, weil ich glaube, dass was sektär wäre, ist eine Organisation, die keine Gründe zur Existenz hat. Wenn du nicht mit den anderen fähig bist, zu debattieren und zu erklären, warum ihre Organisation ist einfach scheiße, dass sie die Bürokraten unterstützen und so, dann bist du nur eine Sekte. Und ich glaube, dass jetzt ist es gibt zu viel Note auf der Welt, ökologisch, sozial, Wirtschaft, dass wir keine Zeit, um solche Sekten aufzubauen haben. Und also ja, diese neue revolutionäre Linke, die wir in Frankreich wünschen, die für Frankreich wünschen, das wird eine Linke sein, die die kein Vertrauen zum bürgerlichen Staat hat, die die Bürokratien der Arbeiterorganisation erkennt und kämpft gegen diese Niederlagepläne, von denen ich gesprochen habe, und die die besten und die jüngsten und am meisten determinierten Arbeiter der Klasse organisieren will. Auch Leute, die am meisten prekarisiert, die am meisten wütend. Und das ist was, diese Idee wollen wir in der Kampagne für Anas verkörpern. Und das ist sehr schwierig, weil Frankreich eine bonapartistische Republik hat. Alles ist gemacht, um die Arbeiter zu verhindern, Politik zu machen, auch mit Präsidentschaft. Aber ich habe ein bisschen zu viel gesprochen, also werde ich jetzt die Diskussion öffnen, aber ich werde dann zum Schluss, am Ende der Diskussion, ein bisschen von der Zeitung sprechen, weil es super, super wichtig ist. Aber ich muss da Elemente selektionieren, also ich könnte nicht über alles sprechen. Wir behalten diese Idee im Kopf von der Zeitung. Ich muss da ein paar Dinge zeigen. Dankeschön. Das war's mit dem roten Faden. Bei Fragen, Kommentaren oder Wünschen schreibt uns gerne. Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden, deshalb freuen wir uns, wenn ihr was dalasst. Wenn euch der Inhalt gefallen hat und ihr Lust habt, mit uns aktiv zu werden, dann meldet euch bei uns. Wir sind aktiv in Kämpfen der Jugend, in den Krankenhäusern oder in den Universitäten. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung.